Herzlich willkommen. Mein Name ist Barnim Jeschke. Ich bin Professor an der FOM Hochschule in München. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der affektiven Ebene des 4x3 Kaufentscheidungsmodells. Ist es gelungen, mit dem Kunden in werblichen Kontakt zu treten, so soll er dem Produkt nun seine volle Beachtung schenken. Um in einem Umfeld von genereller Reiz- und Informationsüberflutung Beachtung zu finden, hat das Werbemittel seine anziehende Wirkung möglichst kurzfristig zu entfalten. Egal, ob die Inhalte nun emotional oder sachlich sind, es gilt, weniger ist mehr. Denn die menschliche Informationsverarbeitungskapazität ist limitiert. Von den Unternehmen fordert dies eine Reduktion ihrer Werbebotschaft auf wenige relevante Schlüsselaspekte. Weiterhin gilt, hat das Unternehmen bereits ein positives Image, wird der Kontakt mit dem Werbemittel eher beachtet werden. Neben den direkt vom Unternehmen gesteuerten Maßnahmen können Kunden Produktinformationen auch aus nichtunternehmerischen Quellen bekommen. Diese werden häufig als besonders glaubwürdig eingeschätzt. Waren dies früher noch Fachzeitschriften, sind es in Zeiten der sozialen Medien immer häufiger Blogger, YouTuber und andere Bewertungsportale. Erhält das Produkt ausreichend Beachtung vom Kunden, kann dem Kunden nun Produktwissen vermittelt werden. Dieses Wissen muss nicht immer sachlich begründet sein und auch nicht immer bewusst wahrgenommen werden. So ist gerade im Bereich der Markenbildung ein Produkt manchmal besonders angesagt, ohne dass es dafür faktisch belegbare Gründe gibt. Die Unternehmen sind in dem Fall bestrebt, der Zielgruppe genau das Wissen zu vermitteln, welches das Produktimage in gewünschter Weise nährt. Bringt dieses Produktwissen den Käufer dazu, dass er das Produkt als für sich relevant empfindet, wird es im Gehirn abgespeichert. Besonders wichtig ist dies, wenn die Wissensvermittlung nicht direkt am Verkaufsort, also am Point of Purchase, stattfindet, da sich das Wissen bis zu einer konkreten Kaufsituation verflüchtigen würde und damit für den weiteren Kaufprozess verloren wäre. Durch die Mitgabe von Informationen, wie zum Beispiel durch Flyer, kann die Speicherung begünstigt werden. Der Speicherungsprozess wird zum einen verstärkt bzw. ergänzt und zum anderen zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar gemacht. Ziel ist es, das Wissen beim Kunden so lange vorzuhalten, bis sein Interesse geweckt ist und er in die nächste Phase des Kaufprozesses eintritt. Wie kann ich als Praktiker nun den Erfolg meiner Maßnahmen zur Beachtung, zum Produktwissen und zur Speicherung messen? Schauen wir uns die drei Phasen der affektiven Ebene noch einmal an. Aus den vorherigen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses sind in unserem Beispiel von unserer ursprünglichen Zielgruppe von 500.000 Personen noch 200.000 übrig geblieben. Wie es dazu kam, können Sie in unserem Video zur präsumptiven Ebene nachschauen. Von diesen 200.000 Personen haben 50.000 dem beworbenen Produkt Beachtung geschenkt. Das sind 25%. Die Werbemittel haben nämlich für weitergehende Kaufinformationen auf eine Homepage verwiesen, deren Zugriffe, die Clickrates, nun gemessen werden. Von diesen mittlerweile noch 50.000 Personen haben 70% auf der Internetseite die Seiten mit weiterführenden Produktinformationen betrachtet. Dies kann ebenfalls mittels einer seitenbezogenen Messung der Clickrates ermittelt werden. Wie viele der dann noch übrig gebliebenen 35.000 Personen das Wissen auch abspeichern, lässt sich zum Beispiel anhand von Befragungen zu gemerkten Inhalten überprüfen. Nehmen wir einmal an, dass dies bei 60%, also 21.000 Personen, der Fall ist, das Produktwissen also abgespeichert wurde. Bei diesen 21.000 Personen setzen nun kognitive Verarbeitungsprozesse ein. Was dies bedeutet, erfahren Sie in unserem Video zur kognitiven Ebene des 4x3 Kaufentscheidungsmodells. Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden Sie zudem in meinem Lehrbuch zum Thema entscheidungsorientiertes Management. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und beruflich viel Erfolg beim Anwenden.